Hallo, herzlich willkommen. Dies ist der offizielle Trailer für mein erstes E-Book über SketchUp, SketchUp Sketchbook Volume 1. Und wir werden genau dieses Modell hier bauen, soweit wie man es hier sieht. Es gibt noch ein paar Sachen auf der Rückseite, die wir auch bauen. Hier, ich mache mal den Schatten aus, die Treppen hier und diese Terrassen und die Balkonplatten und auch das hier oben. Also wie man sieht, eine relativ einfache Modellstruktur und die Fenster auf diesen beiden Fassaden, weil für meine Perspektive brauche ich die. Sie werden merken, dass sich da ganz vieles wiederholt und es wäre jetzt didaktisch nicht besonders schlau gewesen, das auch noch für die anderen Fassaden zu machen, sondern einfach nur für die beiden, die man hier sieht. Ich habe hier also diese Perspektive. Das Endprodukt sieht dann so aus. Wir haben da noch ein paar Stile verwendet, da komme ich gleich nochmal zu. Vielleicht noch ein paar allgemeine Bemerkungen zum grundsätzlichen Vorgehen bei diesem Modellieren. Wenn Sie schon mal in anderen CAD-Programmen sowas gemacht haben, dann haben Sie mit Bauteilen gearbeitet, also Archicad oder Vectorworks zum Beispiel, Wände, Decken und so weiter. Und dadurch wird das ganze Modell relativ komplex, weil es immer schon so ein bisschen aufgebaut wird wie ein echtes Haus. In diesem Fall machen wir das ganz anders. Wir arbeiten sozusagen aus einer Großform ins Kleine. Und was wir hier sehen, sind alles nur Flächen. Das heißt, dahinter ist eigentlich gar nichts. Also diese Wand ist papierdünn, das Fenster geht dann da rein und so weiter. Das ist also viel mehr Modellbau, finde ich, als das andere, weil wir hier sozusagen nur genau das machen, was wir auch sehen. Also wir brauchen zum Beispiel hier im Moment keine Innenflächen für die Wände. Wir werden dann später in anderen E-Books auch Innenräume bauen. Dann haben wir dann auch sowas wie Wände im Prinzip, aber nicht das in der komplexen Art, wie das in Vectorworks und Archicad gemacht wird. Und das ist ja genau der Sinn. Wir wollen ja sozusagen ein ganz einfaches Modelliertool kennenlernen, was also besonders schnell funktioniert. Es ist erstaunlich schnell, das werden Sie merken. Es gibt ja auch noch mehr Videos zum Buch, die ich dann jeweils im Buch auch erwähne, wo Sie dann nochmal sehen können, wie einfach das alles geht, also speziell Treppen erzeugen, diese Fensterkomponenten etc. Ich zeige mal jetzt in einem ganz kurzen Schnelldurchlauf, wie das Haus etwa entsteht. Ich hoffe, Sie finden das so toll, dass Sie auch gleich Lust haben, das selber zu machen. Los geht's! So, ich hoffe, Sie sind mächtig beeindruckt. Ungefähr so einfach, wie es da aussieht, geht es auch. Natürlich muss man so ein bisschen gucken, wie es dann im Detail läuft. Das Endprodukt ist dann dies hier. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, um Ihnen den Mund wässrig zu machen. Das Schöne ist nicht nur, dass Sie so einfach modellieren können. Das Schöne ist auch, dass Sie hinterher so schöne Stils haben, wie Sie das darstellen können. Ich zeige das mal ganz kurz. Es gibt ja ein längeres Video dazu von mir, wo Sie sehen können, wie das mit den Stilen funktioniert. Aber es ist einfach faszinierend, wie hübsch SketchUp dann auch ist oder das, was wir da gemacht haben. Das sind natürlich jetzt lauter vorgefertigte Sachen, die Sie natürlich letzten Endes, wenn Sie länger damit arbeiten, nicht übernehmen, sondern andere, die Sie selber machen. Aber das ist schon sehr beachtlich. Auch die Wasserzeichen-Geschichte ist sehr interessant. Die Skizzenstile, wie Sie dann mit dem Style-Builder, der zu der offiziellen oder zu der Pro-Variante von SketchUp gehört, dazu bekommen. Auch dazu finden Sie Informationen in meinem Video, das ich über die Styles gemacht habe auf rendertalk.de. Gut, also das ist jedenfalls sozusagen der Schlusspunkt, die kleine Krönung. Da gehen wir gar nicht so sehr ins Detail. Es geht nur darum, dass Sie gleich mal merken, wie sowas grundsätzlich funktioniert. Und das war es auch schon. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Durcharbeiten dieses E-Books, dieser ganzen Arbeitsschritte und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen in einem zweiten E-Book, wo es dann noch ein bisschen mehr ins Detail geht. Vielen Dank und tschüss.